Hallöchen zu 117. Folge und direkt zu Beginn die kleine Botschaft, dass ich aus Versehen einen Fehler gemacht habe. Ich gehe ja meistens in den Urlaub zwischen den einzelnen Partien, also nachdem ich eine Folge beendet habe. Und ja, ich habe zwar ein Datum gewählt bis zur Auslosung, aber anscheinend habe ich es irgendwie auf unbestimmte Zeiten Urlaub gehen gedrückt. Und ja, der Urlaub war so lange, dass ich eine Partie leider übersprungen habe. Ihr seht, gut, wir spielen Atletico Madrid und ja, wir haben das Spiel auswärts in Köln leider simuliert. Also mein Co-Trainer hat gespielt, die Partie übernommen. Immerhin haben wir 3-2 gewonnen. Leipzig und Bayern haben unentschieden gespielt, das heißt, wir sind auf einen Punkt rangekommen. Sorry dafür. Sorry. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Aber jetzt sind wir wieder aktuell. Es ist nur eine einzige Partie hier kaputt gegangen, sozusagen. Aber gut. Und was man noch sagen kann, Schulz ist jetzt schon mal fest gewechselt nach Sevilla und wir haben fest Salvador Arriaga bekommen. Ein wunderschönes Talent. Ein wunderschön, also der hat bestimmt lange Haare, hat er sogar. Sogar Nationalspieler, Annationalspieler. Sehr gut. Auch wer jetzt auch ein Annationalspieler ist, ist Sandro Tonali. Und ja, wir haben noch einen Langzeitverletzten jetzt dazu bekommen mit Bruno Larsen. 4 Wochen fällt aus, sehr schade für ihn. Dann kurze Verletzung noch für Paslak und ich glaube Julian Brandt, aber der scheint wieder fit zu sein. Und ja, wir spielen heute das Revierderby. Guerrero ist auch wieder topfit. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben direkt danach das Spiel gegen Atletico Madrid. Noah Hakimi wird ja heute komplett pausieren können, da er nicht verletzt ist, kann er voll mittrainieren. Also an sich ist das auch ganz cool, wenn er heute gezwungenermaßen nicht spielen kann. Doch Julian Brandt darf spielen. Und Thiago für Hussem. Sandro, Bruno. Ich denke mal, Sandro dürfte gut motiviert sein. So, Livoy rechts, Rafa links. Einer von denen kann bestimmt rechts spielen. Sehr gut. Demiral kann rechts spielen. Zagadou ist ja eh Linksfuß, deswegen macht es mehr Sinn, wenn wir ihn da rein tun. Dann mache ich Zack zum Ballspielenden. Ist es schon perfekt. Gut. Sieht soweit alles richtig aus, ne? Manjo muss auch mal wieder spielen, das stimmt. Die letzten Wochen sieht es bei ihm eher mager aus. Eventuell könnte man ihn ausleihen für eine Saison. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, um die Spielpraxis zu geben. Da ist ja jetzt auch Brandt noch links hab im Mittelfeld, als noch einen ihm vor die Nase gesetzt habe. Oder ich verkaufe einfach Brandt für diese unglaubliche Summe. Nur mal gucken, ob wir so viel auch kriegen würden. So. Genug gelabert, los geht's mit dem Revierderby. Wir können vorlegen an diesem Freitagabend. Mit einem Sieg, ich glaube auch mit einem Unentschieden. Beziehungsweise auf jeden Fall mit einem Unentschieden würden wir auch Tabellenerster sein. Aber wir wollen die Leipziger so stark wie eben nur möglich unter Druck setzen. Und das passiert natürlich am ersten mit einem Sieg. Also, dann wollen wir mal hoffen, dass die Leistung heute uns entschädigt praktisch für die eine Partie in Köln, die wir zwar gewonnen haben, aber leider nicht wirklich sehen konnten. Die Tore haben erzielt Zagadou übrigens und 2 Tore von Haaland. Die Vorlagen weiß ich gerade nicht, aber kann ich irgendwann mal gucken. Julian Brandt nach 2 Minuten 20 Sekunden mit dem Kopf. Schlecht verteidigt vom Abwehrspieler und eine Vorlage mal wieder für Thiago Almada. Sehr gut. Wehe, am Ende, wenn ich Meister werde, dann sagt jemand, ja, aber nur, weil du die eine Partie hier gewonnen hast gegen Köln. Nee. Och, Morelos. Am besten, wenn wir mit 4 Punkten Vorsprung Meister werden, weil dann kann man selbst diesen einen Sieg in Köln wegnehmen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Erstmal heute gewinnen. Und am besten noch die nächsten 6 Partien, die noch folgen werden. Das wird knackig genug. Marco Reus mit dem Eckball für Schalke. Und vielleicht wisst ihr auch jetzt, warum ich die Folge Fail nennen möchte. Ich weiß nicht, ob ich es getan habe, aber ich denke, die wird irgendwie so heißen. Jetzt wisst ihr warum. Sorry. Passiert nicht wieder. Hoffe ich. Ja, ich bin gerade größer geworden unten links. Hab mich dran gesucht. Guerrero schon durchgesetzt. Leroy Sané.
Demiral auf der rechten Seite, unser Hakimi sozusagen. Man sieht, der ist nicht unbedingt jetzt ein Ashraf. Oh, Julian Brandt. Erneut mit Köpfchen. Wie groß ist eigentlich Julian? 1,86, Kopfball 7, Sprunghöhe 13. Gut. Echt nicht unbedingt Kopfballspieler, aber durch seine Größe und seine einigermaßen gute Sprunghöhe natürlich auch gefährlich. So, der VAR geht. Also der Schiri geht zum VAR-Monitor. Nennt man das so? Dürfte aber kein Elfer sein. Machen wir es klar, keiner. Freistoß. Jo. Das konnte man sehen. Marco Reus hat gefoult. Marco Reus. Bei den Schalke auch Tonali. Was mir gelingen hat. Marco Reus. 5 Tore für voll. Er kann es noch immer. Auch mit 32 Jahren. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Oh, Brandt! Der geht sogar rein. Wow, was ist denn heute los mit Julian Brandt? Geil. Vorlage Sandro. Na gut. Wir sind in der Brandt-Mania. Almada mit der 4. Vorlage. Gut, ein Torschützenkönig wird er wahrscheinlich nie, wenn ich mir so das hier angucke. Aber das ist auch nicht so schlecht, ne? Die Schalke aber schon mit 3 Schüssen nach 36 Minuten. Eigentlich recht selten bei uns. Und ja, wir haben leider 2 Tore kassiert in Köln. Ist auch für uns schon verhältnismäßig eine Menge. Morelos schon durchgesetzt. Aber nicht an Reimann. Nee, nicht Conny Reimann, der spielt nicht bei Schalke. Mal ein längerer Angriff der Schalker. Gute Ballstaffette. Raus auf Marco Reus. Wer macht ein Tor heute? Oder gibt eine Vorlage hier? Das würde ein Herz wehtun. Schön von Sandro. Erneut sehr gut gesehen, Demiral. Mit Offensivgeist. Super. Gefällt mir super, wie es hier läuft. So, wir machen was mal. Demiral kann ruhig durchspielen. Oder ne, Felix Passlack. Der war noch verletzt, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Aber wisst ihr was? Ich bin heute mal hier ein Fuchs und lassen spielen. Und Manjo für den überragenden Julian Brandt. Zack. Für die Spielpraxis, für die Rotation. Für fitte Spieler und Glückliche. Man hat wirklich das Gefühl, in den letzten Monaten, man kann spielen lassen bei uns. Wie man will, es läuft. Mann, jo, uiuiui. So, was wollen wir machen? Genau, Nico Schulz für Guerrero. Oi. Oh nee, nee. Du weißt, ein Derby ist, muss ja nicht so brutal grätschen. Unnötig. Mal gucken, wie lange er fehlt. Ist natürlich ein wichtiger Spieler. Oh, Reus mit einem guten Freistoß. Aufpassen, aufpassen. Rote Karte und dann jetzt noch Gegentreffer. Dann wird es wieder sehr eng sogar. Gehen wir mal auf Kontern. Beziehungsweise auf eine vorsichtige Grundausrichtung.
Aber war natürlich auch eine verdiente rote Karte, so ehrlich muss man sein. Manjo, das war's. Und dann trotzdem jetzt beim Kontern. Drei Kopfballtore von zwei verschiedenen Spielern auf derselben Position. Ich kann sagen, Almada, schick Manjo, hat er auch gemacht. Gut gemacht. Morelos? Oh, ich dachte, der kriegt irgendwie noch. Ich hoffe wirklich, dass Bruno jetzt höchstens so zwei Spiele gesperrt ist. Das wäre schon eine blöde Schwächung. Schon rausgespielt auf Morelos. Der schickt bestimmt Sahne. Ja. Nicht gefunden. Emil Forsberg. Gut. So ein Schuss ist nicht wirklich gefährlich. Weder Fisch noch Fleisch, wie man so schön sagt. Och komm. Elfmeter noch, kurz vor Schluss. Komm, Odero. Nicht zum zweiten Mal hintereinander ein Gegentor kassieren. Marco Reus. Dein Ernst? Ne, 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 ne. Nee, Marco. Nein. Nein, Marco. Nee, 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 nee. Du schießt kein Tor gegen uns. Nicht, wenn du Schalker bist. Also, zumindest nicht dann. Sehr gut. Das war nochmal. Das hat doch gut getan am Ende. Was sagen die Leute hier? Für einen Spieler, das ist doch perfekt. Almada wurde Man of the Match. Schön. Schön. Und jetzt kommt Atletico Madrid, wo wir zum Glück jetzt 5 Tage Zeit haben, uns darauf vorzubereiten. Weil wir ja am Freitagabend gespielt haben gegen die Schalker. Also Atletico, Berlin und wieder Atleti. Interessante Wochen. Hoffentlich können wir jetzt auch diesmal im Hinspiel eine gute Ausgangslage uns erarbeiten. Aber erstmal schauen wir vor allen Dingen, was Leipzig macht und die Bayern, aber natürlich vor allen Dingen RB. Ja, bin ich gespannt. Wir sind wieder Zweiter. Mano, RB gewinnen 3-0, die Bayern auch 3-0. Und wir auch 3-0, also wir ziehen da oben schon fast weg. Wobei, Köln ist ja auch noch einigermaßen dran an den Bayern. Aber ich glaube, wir müssen nicht so wirklich mehr auf den Rekordmeister gucken, weil das sind 6 Punkte plus die bessere Tordifferenz. Also Zweiter, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall mit einer besseren Punktzahl als letzte und vorletzte Saison. Gott, letztes Jahr waren es 68. Wir sind nur 4 Punkte entfernt und das schaffen wir wohl schon sehr locker. Alles andere wäre schon eine Überraschung.
Eines ist aber auch klar, gegen Berlin dürfen wir nicht wirklich zu stark rotieren, weil in beiden Wettbewerben geht's noch um sehr viel bei uns. Leverkusen 2-1 gegen Hertha. Gegen die alte Dame. Gegen Big City Club. Was für 6 Tage das werden, ne? Knackig. Stellt euch vor, wir gewinnen alle drei. Das wäre so geil. Halbfinale Champions League. Und dann in der Liga weiterhin mitten im Kampf um die Meisterschaft. Wenn wir... Nee, Ashraf. Oh, nee. Oh je, oh je, oh je. Oh, nee. Das ist nicht so gut. Nicht unser Ashraf. Der wird in beiden Spielen fehlen. Ja, das ist mir zu teuer. Und wahrscheinlich auch, denke ich mal, mindestens im Hinspiel, im Halbfinale. Eieieiei. Der Ashraf. Wir werden jetzt zwar wieder einen fitten Passlack haben, klar, und ich vertraue ja auch Felix, aber Ashraf hat halt noch diese extra Qualitäten, die wir brauchen. Man, schaut euch mal die Noten an und auch die Fähigkeiten, die er hat. Felix, ah, der braucht noch ein bisschen, ne? Ja gut, egal. Ich vertraue der Mannschaft, aber es ist trotzdem sehr bitter, dass uns jetzt auch noch Ashraf fehlt, etwas länger. Neben Brünn Larsen. Das wird es auf jeden Fall nicht einfacher machen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Wir haben denn die Bayern gespielt? Ja, auch 3-0, trotzdem. Ein komplettes Zentrum von denen. Bayern gegen Real Madrid. Wie sieht's da aus? Schaffen es vielleicht 3 Vereine ins Halbfinale? Das wäre auch krass. Sieht nicht gut aus. Müssen wir dann irgendwie balancen, ne? Ich denke mal, ich spiele wieder mit Demiral rechts hinten und dann in Berlin wird dann Felix wieder auflaufen. Denke ich mal. Gut, so Bruno kann ja spielen, stimmt. Das ist ja von Vorteil. Auf jeden Fall beginnt wieder Erling. Hussein, dann links. Darf Brand weitermachen. Hat auf jeden Fall gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Ja. Bleibt so und los geht's zum Hinspiel. Da bin ich gespannt. Drückt uns die Daumen, dass wir es schaffen. Schön die Daumen drücken. Beide. So fest drücken, dass es wehtut. Atletico ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer verglichen mit Napoli, würde ich mal jetzt behaupten. In der Liga sind die auf dem 3. Rang. Hinter Barca und Real. Das ist also die 3. Macht in Spanien. Guter Ball auf Erling, gerade noch so. Blockiert beim Schuss. Ist das Matthias Hermoso? Das ist, glaube ich, Matthias, ne? Joa, sehr gut. Lauf. Lauf in der Mitte ist unter dem Erling. Und auch schon auf Felix. Aber der spielt nicht bei uns. Die ersten Minuten sind wieder sehr gut bei uns. Hussein perfekt gemacht. Hussein auf Erling. Erling. Jan Oblak hat ihn. Ich glaube, der Slowake, ne? Slowene, okay.
Sorry. Okay. Achtung. Du bist nachholen. Geh direkt hier weiter die Post ab. Guerrero. Lula und Brand. Guerrero wieder. In die Mitte auf Lima Sahne. Okay, Christian, Finale. Spielen hier Handball gefühlt. Zurück auf Guerrero. Oh. War schon eine große Gelegenheit hier mit dem Kopf. Jawohl, sehr gut. Boah, was für ein Dribbling. Bruno Guimarães. Schade, 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 schade. Da läuft er von rechts im Mittelfeld nach links außen und gibt dann noch eine sehr gute Vorlage. Das gefällt mir. Brandt. Ach, leider ist zielgenau gespielt. Depay. Kriegt Brandt ihn noch? Oje, Alvaro Morata. Achtung. Kein Problem. Ligoy und Sandro sind nervös. Kann ich verstehen, ist ja auch eine besondere Partie heute. Trotzdem, auch diesmal sind wir die bessere Mannschaft. Hussein, sehr gut. Uiuiui. Der ist so quirlig, der Hussein. Wir haben keinen Spieler, der so quirlig ist wie Aouar. Oder wie spricht man den aus? Kann dann gerne jemand in den Kommentaren oder in den Chat reinschreiben. Spricht man den Aouar? Ich kann. Aouar oder Aouar? Aouar? Genial. Komm, Leeway, sehr gut. Leeway. Leroy. Komm, Sandro, du musst nicht nervös sein. Alles gut. Du bist Nationalspieler Italiens, ja? Du wirst immer mehr zum neuen Andrea Pirlo. Weiter so, Jungs. Weiter so, Jungs. Gleich kann auch nach 10 Minuten Jaden reinkommen. Dann haben wir noch einen fitten für etwas müdere Reihen. Demiral. Direkt mit einer Gelegenheit und direkt mit einem Tor hier. Die Halbzeit beginnt. Bruno, wieder raus auf Demiral. Der macht es erstaunlich gut, wie ich finde. Hat natürlich nicht so viel Dynamik. Aber Brand, war aber nicht so einfach. Kann jemand mal so ein Counter bei mir machen? Saul, Niguez. Remosa. Saul. Joao, Felix. Koke, Mandragora. Schön gespielt, muss man zugeben. Hermoso. Kommt Erling, sehr gut. Will ich eine Chance für uns? Perfekt. Lauf, lauf, lauf. Bruno, Bruno, jetzt komm. Auf Julian Brandt. In die Mitte. Jetzt kommen halt die Partien, wo jeder Treffer und Titel sogar entscheiden kann. Also da bin ich halt noch mehr drin im Spiel, kann man sagen. Merkt man vielleicht auch. Nach der Aktion kommt auch noch Jaden. Beweg dich. Uiui, Memphis Depay, Achtung! Genau. Sancho für Brandt. Komm, Jaden. Show me your quality. Das
den nächsten noch einen Gegentreffer kassieren. Am Ende verlieren wir 0-1 oder so. Das wäre sehr bitter. Holland. Auf jeden Fall kein Auswärtsgegentor, das wäre schon mal klasse. Sahne. So, jetzt Thiago. Der ist immer mal für eine Vorlage gut. Ja, das wissen wir ja. Alfredo für Erling. Kann man doch schön schicken, den Alfredo. Komm, jetzt ein Lucky Punch. Komm. Thiago. Auf Morelos. Mano. Sieht nach einem 0-0 aus. Wobei, sind noch 40 Sekunden. Komm, Bruno. Wird gefoult. Freistoß. Mal gucken. Mal gucken. Letzte Gelegenheit, denke ich mal. Guerreiro. Jetzt die letzte Gelegenheit. Spannend. Bis zum Schluss. Och Mann, schade. Bleib beim 0-0. Immerhin kein Auswärtsgegentor. Wir sind immer natürlich in der Lage. Auch auswärts sind wir meistens immer die bessere Mannschaft. Also mal gucken, wie da sein wird in Madrid. Es ist keine schlechte Ausgangslage, aber natürlich ein 1-0 wäre schon deutlich geiler. Macht nichts. Guerreiro wieder Man of the Match. Geht in Ordnung, so. Und jetzt wollen wir dann in der nächsten Partie, also morgen, in der nächsten Folge eher gesagt, morgen dann beide Auswärtsspieler gewinnen in Berlin, um weiterhin Leipzig mächtig unter Druck zu setzen und dann auch am besten gewinnen, weil dann sind wir sowieso im Halbfinale. Das wäre geil, oder? Halbfinale Champions League. Dann sind wir so nah dran am Finale. Aber das sehen wir erst morgen, ob wir es schaffen. Also habt noch einen schönen Tag und natürlich vor allen Dingen danke an Sam für die 5 Euro, die du mir gibst als Kanalmitglied. Wer auch Interesse hat, kann es gerne machen, entweder 2 oder 5 Euro. Ist euch selbst überlassen. Alle anderen trotzdem natürlich auch genauso. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, Tschüssikowski.